Remastered. Zack, bum, bonjour, da sind wir wieder bei Master of Orion 2 mit Jan und Jakob. Wieder ist eine Woche vergangen, aber diesmal, glaube ich, erinnert sich Jan mehr daran, was, wie das hier alles vonstatten geht. Yeah, 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 Jakob. Hier hey, bin ich. Hey, hey. So, wir machen jetzt einfach direkt mal den nächsten Turn, denn wir wollen ja... Oh! Und wir haben das Klonzentrum endlich erforscht. Wunderbar. Da siehst du, also die Steigerungsrate der Bevölkerung wird direkt erhöht. Ja, und dann gucken wir doch mal, was wir als nächstes machen möchten. Das klingt aber nach was generell im Guten. Das, ja, wenn ich also, jetzt Krieg führen möchte. Genau, sowas. Also, achso, genau, du willst ja in die Richtung Krieg gehen, ja. Dann könntest du das eben zum Beispiel mal erforschen. Was kommt danach so? Klick mal auf Sociology. Ah ja, genau. Das sind Sachen, die man in jedem Fall brauchen wird. Okay. Dann mache ich das jetzt einfach mal. Wunderbar. Ja, letzten Endes ist es so, wie ich in der letzten Folge auch gesagt habe, es sind fast alles Sachen, die man dann auch mal brauchen wird. Aber genau. So, überall, wo jetzt Wohnungsbau steht, wird er wieder hinten angeschoben, ganz genau. Ja, jetzt ist natürlich die Glaubensfrage, ob du denn das Kolonieschiff dann noch irgendwie wieder hinter das Klonzentrum ziehen möchtest oder nicht? Ich glaube, ja, weil das Klonzentrum wird ja so schnell gebaut, sehe ich gerade. Das lohnt sich. Ich glaube, auf dem Planeten hier wird sich das gar nicht lohnen, weil da ist die Bevölkerung ja schon maximal ausgelastet. Ja, ja, genau, sicher. Und hier ja eigentlich auch nicht, da habe ich ja nur 4 potenzielle. Ich könnte aber von hier vielleicht wieder jemanden abziehen. Weißt du, welches Stichwort ich schon mal nennen könnte? Ja. Terraformung. Also nachher wirst du eben auch noch erforschen können, wie du deine Planeten etwas bewohnbarer machst und das steigert eben auch die maximale Zahl deiner Bevölkerung. Mhm. Aber für den Moment hast du vollkommen recht, dass es eben ja noch nicht unbedingt hundertprozentig nötig, hier Klonzentren zu bauen. Okay, dann würde ich sagen, können wir eigentlich direkt in die nächste Runde springen. Ich meine, es passiert ja nichts. Du könntest höchstens mal darüber nachdenken, wenn du oben rechts klickst bei den Steuern, dass du die ein bisschen runtersetzt, weil es ist zwar ganz schön... Oh, sie sind auf Null. Ja. Ja, sehr schön. Es ist immer schön, ein bisschen was zu verdienen. Ah, durch die Handelsverträge verdienst du jetzt ein bisschen Geld, ja. Ja, komm, aber wir können sie ja trotzdem mal ein bisschen erhöhen. Ja, das geht halt zulasten deiner Produktion immer. Ah, ja, dann sollen die Leute lieber schuften, aber keine Steuern zahlen. Genau. In deiner Diktatur, wo die Leute keine Steuern zahlen, das ist doch ein Paradies. Ja, jetzt wirst du dann doch mal vor eine Entscheidung gestellt, würde ich sagen. Aber Umweltexperten, ach so, das sorgt dann dafür, dass ich weniger Abfall habe bei der... Ja, ganz genau. Das ist ja spannend, aber boah, okay, jetzt habe ich die Wahl hier zwischen... Wie viel Wissenschaft hat der andere Anführer? 20%. 20, okay. Allerdings aber auf so einem kleinen Planeten. Aber er hat ja konkret Forscher plus 10, der andere hatte irgendwie Wissenschaft plus 20%. Der andere, also mit 20% klingt für mich irgendwie besser. Und das hier heißt wahrscheinlich, dass ich 10 Punkte pro Runde einfach bekomme, ne? Ja, ich meine ja. Das heißt also 20%. Was geil ist übrigens. Ja, aber 20% ist wahrscheinlich jetzt im Moment noch blöd, aber in Zukunft besser. Jein, ja. Rein also, logisch betrachtet. Ja, also ich würde einfach objektiv sagen, dieser Typ kann mehr. Ja, der ist auch entsprechend teurer, aber ja, den gönne ich mir jetzt auch mal. Genau. Und würde dann jetzt... Ah, hier ist die Produktionsliste abgearbeitet, dann kommt hier das nächste. Gut, Wohnung lohnt sich hier, glaube ich, nicht. Oh, Moment. Wir können Terraformung schon. Oh mein Gott, das stand wahrscheinlich gerade unten in dem Text dabei. Dieser Anführer hat das Wissen Terraformung mitgebracht. Nein, ich habe ihn aber noch gar nicht eingesetzt, den Anführer. Ach, den davor. Aber das Wissen, nee, die sind jetzt gerade mit so. Umweltexperten und so. Da hätte ich auch drauf achten können. Das heißt, das war in jedem Fall schon mal ganz gut, dass wir den angeheuert haben. Das machen wir jetzt auch. Ja, direkt, jetzt, ne? Können wir diesen Eisklumpen halt ein bisschen schöner gestalten. Okay. Ja, ich würde das erstmal einzigen Punkt hier lassen, denn Terraformung heißt nicht, dass es sofort ein terranischer Planet wird. Das geht da über so ein paar Zwischenstufen, aber genau, deswegen können wir dann hinterher immer noch entscheiden. Genau, den... Ich will nur gerade wissen, ob ich... Aber hier steht nichts davon, dass der das kann. Nee, jetzt nicht mehr. Das steht nur in dem allerersten Dialog. Ja gut, dann würde ich jetzt den hier also abziehen. Genau.
Oh Gott, jetzt hätte ich ihn fast nach Ursa geschickt. Ihn hier nach Remastered schicken. Genau, und dann wird der andere automatisch. Ist es klug, wenn er jetzt hier Remastered macht? Weil, also eigentlich wäre es jetzt besser, wenn er auf das andere ginge und er auf Remastered, Remastered. Ja, kannst du mal machen, ja. Glaube ich schon. Also dann schicke ich jetzt ihn hier auf Remastered. Ja, genau. Und Direktor Emo und Direktor Chuch. Hast du schon mal mit 3 Bällen jongliert? Das war keine unsittliche Frage. Okay, ich werde ihn jetzt auf jeden Fall... Du könntest ihn kicken sogar. Ja, also, rausschmeißen. Ich meine, es dauert halt noch und ich werde bestimmt noch bessere bekommen. Und er kostet dich eine Million Credit pro Spielzug. Das heißt, du könntest... Dismiss, genau. Tut mir leid, Dr. Emo, Direktor Emo. Ich hoffe, er nimmt es nicht zu schwer. Ich auch. Ja, dann... Färbt sich die Stirn in Falten schwarz. Schauen wir mal kurz. Das braucht noch. Ja. Aber hier könnten wir tatsächlich auch schon Terraformung an den Start bringen. Genau. Aber da warte ich noch, bis die Fabrik fertig ist. Das ist mir gerade irgendwie auch wichtig. Das in jedem Fall. Aber auch das ist zum Beispiel wieder ein Punkt, wo du die Fabrik eben kaufen könntest. Aber genau, das ist dann deine Entscheidung. Genau, dann schauen wir doch mal weiter. Also, mit den Deuterium-Treibstoffzellen zum Beispiel kommst du ein bisschen weiter, als du es bisher tust. Und mit den Leistungstriebwerken? Damit kommst du im Gefecht weiter pro Spielzug. Dann werde ich jetzt aber erstmal hierauf gehen. Um ein bisschen mehr erforschen zu können noch und so. Ne? Ja, exakt. Das ist gute Entscheidung. Im Nachhinein, vielleicht war es ein Fehler, kannst auch jederzeit noch umstellen. Ach so, weil ich überlege gerade, vielleicht ist es geiler, wenn ich hier, weil die Panzerung kann ich dann nicht entwickeln, ne? Das stimmt, aber... Weil meine Taktik sieht ja vor, ich hole mir Planet um Planet. Und da muss ich ja nicht 2 Planeten überspringen. Ich werde mir mit der alles gehören, verstehst du? Wir sind doch so gecrowded. Es ist so eine kleine Galaxie. Wann werde ich denn mal mehrere Sprünge machen müssen? Das stimmt schon. Allerdings ist es eben auch so, dass du zum Beispiel jetzt diese Treibstoffzellen noch entwickeln kannst und dann die nächst stärkere Panzerung, die kommt dann 1-2 Forschungsfelder dann später. Und aber habe ich nicht vielleicht sogar noch stärkere Zellen, die später kommen? Ja, klar, sicher. Das ist dann meistens immer gleichzeitig. Das heißt, bei den Iridium-Treibstoffzellen, da ist was anderes dabei. Ja, da wäre eben zum Beispiel Neutronium-Panzerung und Uridium-Treibstoffzellen gleichzeitig. Ich bin ziemlich stolz, dass ich das alles so flüssig ausgesprochen kriege. Das ist dann... Ich weiß es gerade nicht. Also irgendwie... Also die Tritan-Panzerung ist jedenfalls erstmal bis zur Zortrium-Panzerung dann die nächstbeste. Und das dauert ja echt noch. Aber das dauert ein bisschen, ja. Deswegen würde ich vielleicht echt lieber das hier nehmen. Was ist das hier? Das ist ein Sprengkopf. Ja, das ist allerdings erst das danach. Ne? Ja, klar. Ich überlege nur gerade. Und dann habe ich hier aber schon wieder die Treibstoffzellen. Genau. Wobei du auch den Atmosphärenerneuerer hast, der dir die Umwelt schützt und so. Aber das kann dann wahrscheinlich auch der hier, ne? Ach, es sind alles so Gewissensfragen. Ja, man sollte eben wirklich gucken, dass man auch viel Forschung teilt mit den anderen. Kann ich das selber eigentlich auch machen? Also ihm was anbieten? Ja, klar. Dann mache ich das doch mal. Ja, aber ganz im Ernst, ich nehme jetzt die Panzerung. Ich habe da einfach ein besseres Gefühl bei. Habe ich das? Ja, okay. Ja, ist drin. Dann schauen wir doch mal bei den Leaders rein. Nee, Races wäre das. Achso, ja, natürlich. Ich, verwechsel ich auch mal wieder. Dann suche ich mal eine Audienz hier mit meinen. Da kannst du sagen, Buddies. Schon direkt als Top-Menüpunkt Technologie austauschen. Oder du könntest sie ersuchen, dir die Technologie zu schenken. Das nehmen die meisten bloß nicht besonders sportlich. Das haben die schon gebaut. Ja, das haben die entwickelt oder mit wem anders? Ja. Verstärkter Rumpf ist da zum Beispiel auch wieder. Biosphären, auch sehr interessant. Erhöht die maximale Bevölkerungszahl um 2. Es sind alles so nützliche Sachen, ne? Intelligentes Leitsystem, Fusionsstrahl. Also bei vielen Waffensystemen denke ich mir immer, da kommt später was Besseres. Ja. Raketenbasis ist zum Beispiel eine ziemlich gute Verteidigungsmaßnahme für Sternenbasen? Für Planeten. Okay. Ich würde jetzt tatsächlich dann, aber wir hätten jetzt auch die Möglichkeit, die Treibstoffzellen zu holen, ne? Wir können auch mehr tauschen als eins. Ach so, dann versuche ich mal die Raketenbasis. Klonzentrum. Das ist, in etwa gleichwertig. Ach, sollen sie es haben? Ja.
Dann versuchen wir es nochmal mit den Treibstoffzellen. Terraformung, keine Chance. Versuchen wir es nochmal. Ja, da werden sie aber wieder Terraformung wollen. Versuchen wir es nochmal. Ich glaube, Zeit werden sie dann auch ein bisschen böser. Aber, wie du siehst, gibt dir das ein Diplomatie-Plus, wenn du Technologie tauschst auch. Wunderbar. Ja, die sind sowieso sehr auf Forschung aus. Ja, sieht man ja. Die haben nur drei Sachen. Ja, nee, die klauen sich ja immer alles oder tauschen es. Ne? Ach deswegen, so. Aber offenbar haben sie noch nicht so viele getroffen. Dann würde ich mir den Rumpf vielleicht einfach noch... Ja, mal gucken, was sie anbieten, noch. Ne? Ja. Raketenbasis, ja, witzig. Ja. Die habe ich mir gerade erst geholt. Können sie ja haben. Ja, gut, ja, stimmt schon. Also, ich denke mir gerade nur... Es sind alles relativ frühe Technologien und so. Ich denke mir natürlich immer, je weniger die anderen wissen, desto besser für mich. Aber letzten Endes, man muss dann unter Umständen in diesen sauren Apfel beißen. Ja. Außerdem mögen sie mich jetzt noch mehr. Ja. Und meine Güte, werden die sich wundern, wenn ich denen gleich richtig von hinten einen Klaps gebe. Auf dem Popo. Mit deinem kleinen Späher. Ja. Oh. Alkari, oh mein Gott. Und Sakra befinden sich im Krieg. Dann sind die Sakra wahrscheinlich hier irgendwo. Naja, die Alkari sind ja sehr in der Mitte, insofern. Ja, ja, aber du hast recht, da ist ja sehr viel Freiraum so dazwischen möglich, dass da dann die Sakra nicht sind. Sie haben mich aber noch nicht um Hilfe gebeten, von daher. Nö, das werden sie auch nicht tun, solange ihr jetzt keine Allianz habt. Ja. Zum Beispiel. Dann kann ich jetzt also noch in Ruhe an meinen... ganz im Ernst, hier könnte es auch recht sein, wenn du jetzt Krieg gegen die Sakra hättest. Die kennst du ja schließlich noch nicht mal. Das stimmt. Ich überlege gerade, langsam müsste ich anfangen, wirklich eine Flotte zu bauen, habe ich das Gefühl. Aber... Ja. Was habe ich denn hier schon? Deine Schiffe sind die da drunter, genau. Die Wolverine 5. Oh. Das sind größere Klassen, die sind noch ausgegraut, weil du die nicht bauen kannst. Weil die so teuer sind, ja. Ja gut, aber ich, okay, dann warte ich jetzt erst einmal ab, bis das hier fertig ist. Ich meine, im Moment haben wir so viel noch. Das ist so mein Standardsatz in diesem Spiel, dann warte ich jetzt damit noch, bis das hier fertig ist. So, jetzt ist hier die Fabrik hier fertig gebaut und jetzt haben wir hier Terraformung und wenn das durch ist, dann geht's richtig ab. Aber sowas von. Was kommt jetzt? Das sind die Psylons. Ah, das sind auch so super friedlebende Buddies. Jein, die können auch anders, aber also das sind vor allem die Forscher. Die sind auch kreativ. Das bedeutet, dass sie von jedem Forschungsfeld jede Forschung tatsächlich auch machen. Mhm. Wenn du da jetzt mal Technologie austauschen gleich anklickst, dann genau, die unterzeichnen auch immer gerne Forschungsverträge. Ja, Handelsverträge offenbar nicht so. Wenn du da mal guckst, ja, dann nächste Seite sogar. Scheiße. Also die entwickeln eben immer alles, was dann zu jedem Feld dazugehört. Zum Beispiel würde ich dir echt zu den Biosphären raten. Was war das nochmal? Das ist die maximale Bevölkerungsgröße. Klonzentrum, ja. Ich frage mich, warum sie die nicht haben. Im Prinzip hätten sie ja auch erforschen müssen. Ja, und Biosphären würde ich dir eben auch ans Herz legen, das auf deinen Planeten dann auch zu bauen. Weil 2 Bevölkerungseinheiten mehr pro Planet ist einfach schon mal ganz gut. Da stimme ich dir mal zu. Noch vor dem Kolonieschiff? Ja, das dauert ja eh noch 50 Jahre. Mhm. 30 Tage. Also ich meine, wenn du es immer weiter nach hinten schiebst... Ja, aber guck mal, das dauert ja nur so kurz und ich kriege ja dafür sofort einen neuen Mitarbeiter. Hast du überhaupt einen Planeten im Auge, den du besiedeln willst? Ja, wir hatten ja unten die beiden Gelben uns ja irgendwie rausgesucht. Ah, okay. Ja. Ich zeig's dir mal noch mal kurz. Hier, Maretta, oder wenn da überhaupt was Vernünftiges ist, aber... Guck mal hier, unfruchtbar, aber das kann man terraformen. Den kann man benutzen, genau. Und den hier verstrahlt ist aber schlimm, ne? Und der ist auch arm. Ja, arm ist nicht so geil. Und hier waren... Ja, stimmt, der ist nützlich. Groß. Ja, das ist ganz gut, ja. Ja, dann machen wir uns hier im Breit. Guck mal, habe ich schon vergessen, was vor 2 Wochen war. Ja. Jetzt siehst du, Biosphäre ist jetzt fertig gebaut, bam. Und jetzt langsam... Wir haben Nahrung plus 1, ja gut, da können wir nichts machen. Nö, du könntest zum Beispiel bei Remastered 1 könntest du einen Arbeiter zurück in die Landwirtschaft schicken und dafür dann einen bei Ursa. Genau. Shane. Bloß keine Nahrung verschwenden. Oh, will er jetzt Hilfe? Edler Imperator Fick-Ex. Sie wollen unbedingt die Terraformung. Mhm.
Nein. Tut mir leid, Buddy. Ja, es ist tatsächlich so eine Sache, das würde ich echt nicht so leicht hergeben, diese Technologie. Mal gucken, wie sie das aufnehmen. Ach, das ist ihnen egal. Ja. Der langsam haben wir das Minus da reduziert, das gefällt mir genau, auch. Genau, dann kommen gleich die Forschungspunkte dazu und dann sind sie vielleicht auch glücklich mit uns. Da haben wir die Tritanpanzerung. Soll ich den bauen? Um die Verschmutzung zu reduzieren? Gut, später kommt ja dieser Atmosphärenreiniger, ne? Gut, dadurch verlieren wir auch was anderes, aber... Ja, das sind wirklich die ewigen Fragen dieses Spiels. Soll ich das bauen? Ja. Weil Merkurit-Rakete, ich meine, wenn du eben so langsam ein bisschen militärischer werden möchtest, dann wäre es eben auch nicht so verkehrt, mal Raketen zu entwickeln und sowas. Gut, Überlebenskapseln finde ich scheiße, weil ich kurz gesehen habe. Also das Einzige davon, das kann ich sagen, was wichtig ist, sind die Gefechtskapseln. Ja, ich denke mal, je mehr Leute an Bord sind, desto kampffähiger bin ich. Nee, beziehungsweise du kannst eben auch Kampfsysteme, Waffen und sowas kannst du dann eben noch mehr reinstopfen, wenn du Gefechtskapseln hast. Dann baue ich die jetzt einfach mal. Ziehen wir es einfach mal durch. Trilai, ja gut, die Alkari sind ja echt am Arsch. Ach, guck mal, wir sehen jetzt hier, wo die Psylonis, wie heißen die? Ja, Psylons. Psylons, ja. Genau, Menta ist ihr Hauptsystem. Spannend. Und ja, da haben sie sich ein bisschen ausgebreitet. Vielleicht kannst du sie deswegen sehen. Ich hoffe nur, dass sich das jetzt keiner schnappt. Oh, da hat sich gerade jemand was geschnappt. Oder da ist was aufgetaucht. Ah, die Menschen. Mit so einem PK-Verschnitt. Hier sind die Menschen also. Nein. Nee, die sind grün. Fuck, ja, die haben sich das tatsächlich geschnappt. Ich kotz ab. Allerdings, im Moment, geh nochmal auf das System drauf. Ja gut, da wäre noch der andere verstrahlte Planet. Ja, dann müsstest du vielleicht doch mal die Produktion deines Kolonieschiffs ein bisschen vorantreiben. Ja, dass die sich nicht das hier noch schnappen. Ja. 15 Tage, das ist immer noch zu teuer, aber du könntest zum Beispiel auch deine Forscher einfach gerade mal abziehen. Ja. Was die Sache dann schon mal um 2 Züge beschleunigt. Naja, aber immerhin. Sonst muss ich die Menschen angreifen. Und die Trilarianer. Auch nicht schlecht. So, warten wir es mal gerade ab. Wir können die Folge aber an dieser Stelle auch beenden. Oh, mit diesem kleinen Cliffhanger. Ich springe nochmal kurz ins Menü rein. Danke fürs Zugucken und bis zur nächsten Folge. Jo, ciao.